und herzlich willkommen zum heutigen Video aus meiner Serie Der Schussablauf mit Lisa Unruh. Und abschließend möchte ich natürlich mit euch das Lösen und das Nachhalten besprechen. Und das Lösen passiert ja im Prinzip automatisch. Denn die Beinschultern sind ja in voller Spannung und bauen Druck auf. Und im Prinzip ist es ja so, dass wir, es klickt, die Finger gehen auf und werden durch die Spannung der Schulter nach hinten am Hals lang geführt. Es ist ja quasi eine absolute Spannungsentladung in dem Moment, wenn es klickt. Beide Schultern halten die Spannung, gehen nach vorne, also die Bogenschulter führt den Bogen nach vorne, also als wenn wir den Bogen und die Sehne quasi auseinanderreißen. Nur in dem Moment gehen halt die Finger auf. Wir pushen den Bogen nach vorne und im gleichen Moment geht die Zugschulter nach hinten und führt die Finger locker am Hals entlang nach hinten. Und ihr müsst euch das so vorstellen, beide Schultern arbeiten in entgegengesetzte Richtungen, aber trotzdem arbeiten sie natürlich noch zusammen. Und ich denke auch, dass man da gar nicht so viel Aufmerksamkeit auf die Finger legen sollte, denn es passiert einfach automatisch durch diese Spannungsentladung und Entspannung der Finger. Und jetzt ist es natürlich dennoch wichtig, das Nachhalten auch absolut durchzuführen. Spannung zu halten, der ganze Körper bleibt in derselben Position, der Bogen wird nach vorne gedrückt, der Bogen schwingt aus und wir halten die Position. Es gibt viele Bogenschützen, die dann noch so irgendwie dem Pfeil hinterher gucken und irgendwie wahrscheinlich noch einen Segen hinterher schmeißen wollen, von wegen, okay, bitte in die Mitte, braucht man gar nicht. Einfach die Position halten, die Spannung halten, für 21, 22, 23, 3 Sekunden und dann ist der Pfeil eh schon vorne und steckt hoffentlich in der Zehen. Was ich auch noch sehr, sehr erwähnenswert finde, ist die Bogenhand. Denn viele Bogenschützen lassen die ganz steif. Die soll man aber nicht steif lassen. Und zwar soll man die, wenn der Schuss quasi aus dem Bogen rausgeht, also das Lösen ist abgeschlossen, Nachhalten wird eingeleitet quasi. In dem Moment, wo man die Hand nach hinten führt, entspannt sich auch das Handgelenk und kippt quasi mit dem Bogen ab. Also man es ist wie so eine Art, man kann sich das so ein bisschen vorstellen, als wenn man dem Bogen ein bisschen einen kleinen Kick mitgibt beim Ausschwingen, hat den Vorteil, dass einfach dass der Bogen nicht in die falsche Richtung verdreht wird und dass auch einfach weniger Kraft aufgewendet werden muss, denn das Handgelenk muss ja ganz viel halten. Und es ist überhaupt nicht notwendig in dem Moment. Und deswegen ist es wichtig, dass ihr das Handgelenk mit abklappt und dadurch auch einfach weniger Druck in die falsche Richtung irgendwie gesteuert wird. Ich hoffe, dass euch diese Videoserie gefallen hat. Ich möchte nochmal meinen Sponsor in diesem Moment erwähnen. Das ist nämlich Archery Performance und Arc & Us, die mich hier sehr gut unterstützt haben.
Und es wird noch mehrere Videoserien geben, in solchen Formaten, mit anderen Themen. Und ja, schön, dass ihr dabei wart. Es hat mich sehr gefreut und ich hoffe, dass euch die Videos weitergeholfen haben. Und bis bald in anderen Themen. Tschüssi.